Moin, moin und herzlich willkommen zu Deeper Mind, einem kleinen psychologischen Horrorspiel von itch.io. Schauen wir mal, ob es was kann. Guten Tag, werte Herren. Na, mit was kann ich interagieren mit dem Radio? Oh, sorry, we've never seen each other. I won't tell you who I am, it's not important, but I know who you are. I think you know why you're here. If you don't know, go deep into your mind. You have 1 hour to escape from this room, otherwise a poisonous gas will begin to come out of the vents on the walls, contaminating you all. The timer starts now. Ah ja, cool. Ich habe eine Stunde Zeit, um hier zu entkommen, und was kann ich jetzt machen? Hallo? Oh, I'm sorry, the last thing for you. Yeah. You. I know you know who I'm talking about. If you don't know, I'm talking about you. How to say? You are a special boy. You're not here for any particular crimes. Okay, listen. We've studied you carefully. You can control people's minds. You can go deep into people's subconscious. You have to disappear. Okay, dann gehen wir mal ganz tief in den Reihen. Das klingt schmutzig, aber okay. toll. Missing. Richie Tozier oder wie auch immer. Cool, kann ich das Missing-Poster mitnehmen? Nee. Hat dieser Mann etwas ganz Schlimmes getan oder was ist hier los? Wo soll ich denn hinlaufen? Ach Mann, jetzt bin ich in dem finsteren Wald unterwegs und weiß nicht, was ich tun soll. Geil. Shit. Ich laufe einfach mal geradeaus. Vielleicht komme ich irgendwo an und wenn nicht. Oho, Polizeisirenen. Was habe ich nur Fürchterliches getan? Oder was hat diese Person Fürchterliches getan? Keine Ahnung, dort wartet auf jeden Fall die Polizei auf mich. Guten Tag, meine Freunde. Oder bin ich ein Cop? Habe ich was Fürchterliches getan oder bin ich ein Polizist, der fürchterliche Dinge untersucht? So oder so, sehr verwirrend, dass mitten im Wald ein Missing-Poster aufgehängt wurde. Das ist irgendwie bescheuert. Aha, das Auto ist kompletter Schrott. Wo kommen diese Geräusche her? Hier drüben irgendwo. Ah ja, ein Schlüssel. Ein fliegender, magischer, großer Schlüssel. Geilo. Her damit. Kann ich nochmal in dich rein? Nee. Doch. Nein, Radio. Komm, sag mir, was ich als nächstes tun soll. You found the first piece of the key. Interesting. Well, I think you understood your task. You went deep into the subconscious of Richie Tozier, a boy who about 15 years ago murdered his family and ran away into the forest. It was never found, but hey, you have it right here. However, now that you have found the first piece of key, you only have 34 minutes left before the event. I advise you to hurry if you don't want to end up in the depths too. So lange habe ich jetzt aber nicht dafür gebraucht, aber egal. Komm, Kumpel, schauen wir mal, was bei dir so im Verstand wartet. Och, einfach nur ein Haus, das sieht doch sehr viel friedlich aus. Aber fast alles sieht friedlicher aus als ein finsterer, nebliger Wald. Toilette? Kann ich nicht verwenden, ich bin schwer enttäuscht. Gut, dann lesen wir mal diese ganz offensichtliche Notiz am Kühlschrank. Arrange the vase next to the TV. Na gut. Perfekt. Mann, mein Gedächtnis ist so scheiße. Ich hab vergessen, was das zweite war. Lock the window. Okay. Lock the window. Welches Window? Hier. Geil. So, wo ist denn der Carpet? Perfekt. Und einmal zusperren, bitte. Nope. Don't listen to your mom. Open to me. Nope. Nope, 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 nope. So. Oh, okay, das war's. Oh mein Gott, was ist hier nur los? Die Tür, sie ist aufgebrochen worden. Schrecklich. Und das Erste, was ich mache, ist, in den finsteren Wald zu laufen. Haha!
Ganz genau, das ist die richtige Reaktion, wenn sowas passiert. Na, ist da nochmal ein Schlüsselteil für mich? Es leuchtet und ist auffällig. Ja, da ist der Schlüssel. Wundervoll, sehr unerwartet. Haha. Okay. How to say it? I didn't think you could actually get this far. Time has been running out for a while, but your mind had to be stuck inside theirs. You shouldn't be here. There's no real way out of here. You're stuck in an infinite loop. You will be here for eternity. The mind is an imaginary place that we can only imagine. That's why dreams exist. Right? What if this was your mind? What if you were stuck in your thoughts forever? You went too deep. Try to find an exit for your mind. Imagine something bigger. Some way out of this infinite encroachment. Dream about escaping from this mental prison you have created for yourself. Everything you have experienced is not real. Try to walk away from yourself. From me. Alles klar. Versuchen wir hier wegzulaufen. Oder so. You can walk. Das freut mich. Danke. Bin sehr stolz auf mich. Ich kann walken. Thanks for playing. Ja, war ein nettes kleines Spiel. Unspektakulär, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Hatte eine coole Atmosphäre. Hat mir gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wenn ihr mehr interessante kleine Spiele sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Ciao, ciao.